Skyhill Hype. Willkommen zum Stream am 6.10. Heute spielen wir ein neu erschienenes Spiel. Ihr kennt es bereits, wir haben es bereits hier gespielt. Es ist Skyhill. Für mich. Okay, also ja, wir werden heute Skyhill spielen. Ich trete auch gegen Cadbury an. Ach. Wer als erstes Ebene 50 erreicht, hat gewonnen. Und man hört es bereits. Starten wir, ich bin so hyped. Ich habe seit einem Monat auf das Spiel gewartet. Ich merke gerade, meine Kehle ist etwas erkrankt, glaube ich. Und bevor wir das machen, lassen uns noch Twitter notifizieren. Und wie heißt der Entwickler des Spiels? Mandragora. Lass mich nur kurz etwas für die Kehle holen, wahrscheinlich. Weil da habe ich ja noch gar nicht angemacht. Brauche ich was für die Kehle? Ach, lass mal einfach so einen Drink holen. Und wir beginnen in 3, 2, 1. Ihr seht Skyhill. Da. Bam. Bam. Handrager published by David Kakea. Neues Spiel! Oh, ich freue mich so. Ich freue mich so. Überlebe. Wir starten. Ich muse mich mal. Ich wollte mich eigentlich muten, damit man mich nicht hört. Aber anscheinend, wenn man irgendeinen Knopf drückt, wird das entweder übersprungen. Was? Ach so, die Maus war noch außerhalb des Dings. Deswegen habe ich das einfach mal neu gestartet. Neues Spiel. Ja. Normal. Überlebe. Und jetzt hören wir mal das Intro an mit meinem Rauschen mit rund. Es wird nur eine Geschäftsreise. Was a short trip. Nur ein paar Tage. So why not spend a few days in style? Und die wollte ich stilvoll verbringen. Your keys, just as you ordered, are rested in the next entry room, the latest biological defense system. Things have to get better. Neu-Europa? Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich glaube, das war noch englische Übersetzung damals in der Demo. Boom! Bitch, get out of the way! Ganz so tens. Und dann. I was hungry and eventually went outside. It was hell.
But I'd rather be killed by a mutant than slowly starve to death. Can't I still have hope. Can't I'll make it out of here. Gänsehaut! Gänsehaut, sag ich nur. Du kannst die Leertaste für die rechte Maus, das ist um eine interaktive Objekte. Okay, gut, das ist also wieder Demo. Lass mich nur kurz Hände waschen noch. Ja. Wenn schon, denn schon, dann mach ich das gleich da. Falsch. Oh Gott, tut mir leid für die Rübser. Wollte ich nicht. Okay, sehr schön. Also, alles wie damals. Deswegen jedes Mal, ja. Das kennen wir schon eigentlich. Wir suchen also erstmal Sachen. Holzstück, interessant. Langsam sollten wir auf das erste Monster stoßen, verstanden. Waffen. Okay, Holzstücke, VIP-Schlüsselkarte, okay. Und hier kommt das erste Monster, oder? Ja. Es gibt zwei Möglichkeiten anzugreifen. Klick auf den Gegner. Ich habe immer das genommen in der Demo. Und ich glaube, das werde ich jetzt öfters nehmen. Der erste Kampf ist immer der tougheste. Und man sollte nicht zu viele Kämpfe machen am Anfang. Am besten nur die, man wirklich besteht. Oh, Extraktion. Also man sollte nicht, wenn Räume Mutanten sind, bekämpfe die nicht. Der Raum bringt wahrscheinlich eh nichts. Und ich muss schon sagen, sehr schön, dass es gefixt wurde. Wow, was? Ein Kleber und eine Wassermelone. Okay, Community Hub Diskussion. Lass mich nur kurz auf Steam schauen. Das ist Skyhill, Skyhill. Fresh on Start, FAQ English, FSQ German. So, looten wir mal weiter. Hört man mich endlich oder ist das wieder so ein... Yep, man hört mich. Ich wollte nur machen, weil den letzten Tag hatte ich immer so ein komisches... So, keine Ahnung, wie ich es nennen soll. So ein Info... Oh. Wow, first hit. Kritischer Treffer, sehr gut. Ich bin langsam bei Hälfte und ich habe nur zwei Mutanten. Boah, das ist fies. Kann ich eigentlich die Leiche plündern? Ja. Kann ich eigentlich die Leiche plündern? Nein. Verschlossen. Okay, was brauche ich hier? Isolierband? Nein. Ja, raus. Ach, das habe ich aus dem Ding genommen. Aus dem Ding gesehen.
Hey, ich dachte schon, ich wäre der Einzige, der es geschafft hat, aber wir brauchen Freunde, ich nicht brauche nur eins, wie wäre es hier mit Jakommando? Was denkst du, sowas habe ich nicht. Mit dem können wir anscheinend tauschen, der war... Mies. Der war in der Demo nicht da. Ich müsste danach wohl mal einen Verbandskasten grabben oder mal schauen, was ich so alles craften kann bereits. Das sind Critics, oh nein. Das sind echt kritische jetzt gerade. Hui. Hui. 20 XP, Level Up. Stärke, Geschwindigkeit, Präzision. Wie viel habe ich? Okay, lass mal so machen. Nahrung, kann ich irgendwas an Nahrung machen? Verbandskasten? VIP-Zimmer, etwas aufrüsten? Nein. Alkohol, Hunger, Butter, Kleber, Verbandskasten 80. Wow, wir haben da einen fetten Fang gelandet, sag ich nur. Leer, leer, verdammt. Ich hasse dich. Nach dem Kampf werden wir wohl den Verbandkasten brauchen. Kritische Treffer, nein. Aus. Böse. Oh Gott. Hab kein Kleingeld. Okay, ich schätze mal, wir verwenden den jetzt. 19 Hunger. Eine Euro-Münze. Kleiner Verbandskasten im Ding? Wow. Jetzt gehen wir runter. Ah, oh, schon wieder jemand. Das gibt's doch nicht. Warte, du verfehlst mich gerade dauernd. Nice. Ah. Survival Show? Ein Achievement? Es gibt Achievements? Oh shit! Survival schaltet den Fernseher ein. Habe den Aufzug ohne Hilfe anderer Gegenstände. Töte einen Gegner mit bloßen Händen. Repariere alle Verteilerkästen in einem Spieldurchgang. Behandle eine Vergiftung. Sammle alle Nachrichten im Spiel. Baue eine Waffe. Beende erfolgte Spiele. Spiele ein alternatives Ende. Spiele das geheime Ende. Loote den toten Vogel oder töte den Parasiten mit einem Angriff. Wozniak? Okay, ich glaube, ich packe mal den Stock weg. Bloße Fäuste, Schaden. Ich kann zweihändig machen. Nice. Ist das Mehl, okay? Oh, was? Ach so. Ich liebe dich noch immer, ich warte dir auf dich. Ah, 86. Stock. Lumpen. Wasser und Schlüssel, Karten, Recorder. Essen, ich brauche was zu essen. Okay, jetzt schauen wir mal, was wir da alles essenstechnisch machen können. Ui. Wir können für 10 und 7 einen 18er machen. Einen Cocktail. Und Alkohol bräuchten wir theoretisch aber für Verbandszeug. Lumpen und Hunger halt. Und für das Ganze, also ich glaube, das ist ein schlechter Nahrungsstrate. Deswegen werde ich das nicht machen und stattdessen die Cola einfach so trinken. Oh. Oh, das war eine Cola. Hm. Ja, gut. Oh, was? Wow.
vorweist. Aber damit ist es nicht mehr mein Meta. Ich gehe einfach hier weiter. Leer, okay. Ich lese mal den zweiten Cola. Metallteile leer. Ich habe gerade ein Achievement bekommen. Sammler, loot den toten Vogel. Oh, okay, das war... Oh, verdammt, ich bin rausgegangen. Nee. Das war ein toter Vogel anscheinend. Ja gut, sorry, Vögelchen. Ja. Okay, wieso hauen die alle ab? Ganz ehrlich. When it all started, well, you know, okay. Losing the one you love is tough. Maybe I was lucky. Lucky not to see what they would become. They died instantly. The blast brought down the billboard. In shock, we saw our house shaking on torn loops before collapsing. Like slow-mo. As if time turned to viscid jelly. It came down just one step away from me. And I was the only one who survived. Hey, is this? Okay, den sollten wir jetzt down haben. Ah, verdammt. Jetzt noch ein Critical wahrscheinlich. Kennt man ja. Findest du irgendwie Mutantenblut? Och, das ist ein Mutant. Verstehe. Kleine Verbandskasten, Gesundheit 30. Ich hab doch einen großen Verbandskasten. Nice! Okay, warte, was soll ich denn essen? Oh, ich muss noch einiges aus, so erst. Dings, ein Isolierband, Kleber und Lumpen. VIP-Zimmer. Da war ich ja noch gar nicht oben. Sollte mich aber dann machen, den Fahrstuhl zu reparieren. Was könnte da. Oh, nein, 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 nein. Wo steht dran mal wieder, ne? Ich bin, warte nicht mehr lange. Ja, wir haben kein Essen mehr. Rohes Fleisch. Was kann ich mit dem Fleisch sonst machen? Nichts. Okay, damit du etwas sehen wirst. Kabel. Aber ich habe Lumpen dabei verloren. Maschinenflüsterer. Reparieren den Aufzug ohne die Hilfe anderer Gegenstände. Okay. Sehr nice. Und der hat wieder Hunger. Weil ich habe ihm noch gerade 20 Essen gegeben. Ist es jetzt wegen dem Dings weggegangen? Echt? Seriously? Wassermelone. Gemüse. Annie weg. Und Salat. Nüsse. Ich muss etwas useful finden. Ich muss was usefules finden. Irgendwas stimmt mit der Stromversorgung weiter vor oben nicht. Bei dem, wie viel ist so ein Butter-Sandwich? So ein Butter-Sandwich macht 44. Wow. Aber ich werde wohl die Butter brauchen, also. Ah, das will ich bereuen. Zahnräder, okay, wie mache ich Zahnräder? Andere Zahn. Nee, das ist Quatsch. Zahnräder in Kabel und Metallteile. Metallteile habe ich nicht und Kabel habe ich auch nicht. Ja. Das hat geklappt. Sehr schön. Habe ich ein Isolierband? Nein. Isolierband, Kleber und Lumpen. Ich habe keine Lumpen. Ja. Nicht. Oh, fu. Ja, das verbraucht genau 10.
VIP. Puh, warte, wieso bin ich endlich jetzt hoch zum VIP-Zimmer gegangen? Egal. Nahrung. Gibt's irgendetwas mit Wasser? Nein, also kann ich doch jetzt hier. Und hier und jetzt mit dem VIP-Zimmer. Auf Ebene 81. Ein Rohr leer. Ui. Zeitungsfetzerei. Er hatte sich den Verdacht, dass es sich bei der Mordserie möglicherweise um Ritualmorde handelt. Der Mörder aber in jedem Fall unter einer schweren psychischen Störung leidet. Jeder dokumentierte Mord wurde mit einer selbstgebauten Waffe begangen, was den Verdacht nahelegt, dass der Täter ein erfahrener Handwerker und Mechaniker ist. Die Tatwaffen selbst ist durch diese Umstände schwer zu identifizieren. In Medien ist der Täter bereits als der Mechaniker bekannt. Interesting. Oh. Something disturbs me. I don't remember clearly what happened before the disaster, but I remember their faces, especially my little Nikki's. She had her maths exam next month. Back then, she was so worried, so concerned. Enough. I'm driving myself crazy. And now I just bear my miserable cross, looting ruins and hiding from the mutants, and looking for a reason to keep going. Eine ausgedruckte Seite mit einer WikiLeaks-Passage. Von Neu-Europa an der Grenze der Ostkonföderation ist eine mysteriöse Krankheit ausgebrochen. Die Hälfte der Infizierten starben an den Folgen. Die überwiesen in über 90 der Fällen massive Informationen und Medizin wie ein deutlich drohender Rückgang kognitiver Fähigkeiten und gesteigter Aggression auf. Der Infektionsherd war schnell unter Kontrolle zu bringen, dennoch werden Vorwürfe gegen die Konföderation laut, dass die Beobachter auf europäischen Boden getestet haben. Ja, sehr schön. Leer. Flew. Stockrohr. Skills. Oh, verstehe. Okay, das sind Dualwaffen, interessant. Mutantenblut, Wasser. Wasser mal wieder. In Verbandskasten kann ich ihn nicht machen. Alkohol will ich ungern geben. Ja. Wir müssen eigentlich einfach was finden. Essen? Holzstück? Nein. Ja? Okay. Ich schätze mal, das nützt nichts. Wir müssen jetzt wirklich auf das Alkohol zurückgreifen. Ui, ein Schlüssel, da oben war doch so ein gesperrtes Ding. Oh, was? Oh, was? Ein Kaffee. Nice. Aber wo? Was? Ich bin so Riesenmutanten, what the fuck? Okay, ich mach mal nebenbei eine Edito-Datei auf. Immer wenn er Yucca Palme bricht, sagt er yeah. Möglichkeit Hände als Waffen auszuwählen. Statt Waffen. Okay. Ich schreibe mir jetzt ein paar Bugs und sonst was ähnliches halt auf. Nicola, Roar. Ich hab doch einen Schlüssel. Oh. Okay, und eine Cola reinpfeffern. Ach, ich hab nochmal Alkohol gefunden. Wann hab ich denn Alkohol gefunden?
Na, verflucht. Ich habe schon ein Viertel meines Lebens verbüßt, ich will nicht mehr verbüßen, sehr schön. Milch. Generator und Antibiotika. Antibiotika Gesundheit 5. Warte, was kann ich hier mitmachen? Schmerzmittel. Gesundheit und Hunger 5. Was ist das Gegengift? Heilt Vergiftung. Kleine Verbandskosten. Okay, interessant. Ich würde aber schon nicht eher die Milch trinken. Oh, verflucht. Oh, sehr schön. Ich glaube, ich mache wirklich auf Speed. Oh, what? Through the streets day after day, occasionally glancing at the sky above, in hope to see an army helicopter or fighter jet, or at least a balloon, and there's nothing. Those who survived gathered in squares, painted enormous SOS signs on the ground, lit fires, only to become mutant chow. Noise attracts them. I'd rather stay alone. Entschuldigung. Eine Extraktion. Oh. Fine with me. Ui, Lumpen. Lumpi. Die haben 25 mehr Health und wir haben immer noch Dings. Das ist mies. Ah, dass man das nicht bewegen kann, das ist mies. Okay, Alkohol muss ich wohl mit zum Nehmen, sonst verhungere ich. Der ist ja noch recht. Schlüsselkarte, okay. Ugh. Ui, wie habe ich das denn geschafft? Mutanten. Schlagring? Schaden 4 bis 9. Speed 10. Von höheren Speed. Boah, Schaden. Verstehe, so kann ich es mal machen. Setz mal den kleinen Verbandskasten ein. Da ist kein Geld, ich sehe. Okay, das ist Mehl, das ist gut, das sind Lumpen, das ist leer. Aber Mehl, sehr schön, da haben wir schon mal 6 Hunger mehr. Boah, was wollt ihr? Aber ich hätte das Ganze nicht auf Speed verschwunden sollen, habe ich das Gefühl, sondern eher auf Stärke. Hätte viel mehr gebracht, oder? Also habe ich anscheinend Bonusaktionen, die verfehle ich auch wieder, wenn ich keine Genauigkeit habe. Erst mit dem Hochskillen wird interessant. Ich schätze, man muss das so gleich verlegen. 15 EP Skillpunkte habe ich dadurch nicht bekommen. Kein Essen, kein sonst was. Ah. Okay. Säge.
Schaden 6 bis 9, Skills 7 plus 4, 8. Plus 1,2 ist 1,8. Ja. Dann hätte ich dann halt die Rohr, die Säge da. Interessant. Ich schätze mal, da rechts gehe ich nicht hin, weil da der Dings. Ich habe Salat bekommen. Ich könnte jetzt Dings machen, aber ich habe leider kein Essen mehr. Also muss ich an die guten Zutaten. What the fuck? Verdingsen. Verbauern. Dieser Wolken. Manchmal glaube ich, dass dieser Wolken gerade so endlos ist. Ja, ja. Das denke ich irgendwie auch. Aber geht hoffentlich nur bis Ebene sonst was. I'm sorry, I'm not Russian. I'm very sorry. I'm German, so. I'm sorry. I don't know what to say. Never had a Russian stream before. If you want, you can stay, but what is this? What is this? What I want to say, I'm sorry, I'm only talking German, so you can stay, but I doubt you understand anything. What the fuck? Was? Wer das? Warte, ich hab doch hier irgendwo Antibiotika oder so, oder? Kleber, Ziegelstein, Schlüsselkarte, Generator, Teil des Fotos. Natürlich habe ich keine Antibiotika. Ich hätte mir ein Antibiotika. Ach Mann! Ja. Leer. New Message: Sozialisierung und Tiefen bekommen. Lies 3 SMS. Open. Einer von uns muss es hier Leben rausschaffen. Ich habe was für dich versteckt. 56 Stock. Ui, überreife Apfel. Oh Gott, wenn ich das 8 HP verliere, habe ich verloren. Scheiße. Ich bin so gut wie tot. Dude. Ebene 61. Der erste Versuch. Scheiße. Aber ich habe extrem viele neue Vorteile bekommen. Hauptmenü. Oder? Get Berry. Normal. Und wir haben jetzt hier Vorteile. Okay, du schlägst immer zuerst, du gibst immer auf, es niemals den Boden gehen. Verlieren ist nur eine Option für deinen Gegner. Bulimie, dein Gewicht hat dir schon immer Sorgen und du leidest jetzt unter Bulimie. Du brauchst nur 50% Nahrung pro Zug, aber Vorsicht. Wenn immer, wenn du das Essen besteht, dann, dass du so viel Schaden nimmst, wie das Essen erwartest. Nein. Verdammte Treppen, der Teufel selbst hat sich hier ausgedacht. Im Treppenhaus ist dein Schaden um 50% reduziert, dafür ist dein Schroll um 50% höher. Nein. Du bist Luxus gewohnt. Du startest mit einem Stift 3-Bit und Stift 3-Tür-Level. Aktiv. Auf uns war der nächsten 10 Minuten sind frei. Wie laut ist das? Das ist nicht so gut wie auf dem langen zum Ausgang im Weg. Und man möchte ja nein, Mann. Wandskasten aus dem Zimmer ist vielleicht klein. Überlebe. Das wird wohl auf Dauer nerven, oder? Was? Ich kann nicht ein PC machen? Schon der Default System. Büro.
Oho, Alltag. Ich habe ein Achievement bekommen, was ist das? Drücke das Dokument aus. Ja, verstanden. Passwort Shattered Reality Amadeus 5. Okay. Ich schätze mal, ich habe Glück, dass das so früh ist. Erstmal geht es mir am Summon. Wenn wir Mutanten treffen, sollte ich ihn besiegen. Damit ich auch dafür das Tiefen bekomme. Es gibt zwei Möglichkeiten zu kämpfen. Da kann ich mir sowas wie Faustkampf noch leisten. Und wenn ich immer zuerst zuschlage, fällt mir drauf, dann kann ich auch ein bisschen fliehen, oder? Kritische Treffer nicht gut. Und jetzt noch. Wir sind bei 0,8. Perfekt. Wrestler Achievement bekommen. Wo ist denn das? Ich töte einen Gegner mit bloßen Händen. Ich bräuchte meinen Verbandskasten, das wäre Herz allerliebst. Nein, was brauche ich denn für ein Kabel? Zeig mir her. Kabel, Draht. Draht habe ich nicht. 12, der Stock. Sehr schön. Stiletto Lumpen. Oder ist das Stiletto nicht ein Kampfgerät? In 33%, weil ich sie brauche. Hier mit euren Speeds und Geschicklichkeiten, man braucht nur Stärke. Open Zeug und so sprach er, wir werden uns im 90. Was? Lol, was? Zeuge? Holy shit. Verbandskasten, sehr schön. Der ist, was würde ich sagen? Ach so. Ich kann hier noch Waffen. Dafür bräuchte ich einen Draht. Interessant, ein Rohr, ein Mob. Möpschen. Verbandskasten, große Verbandskasten, Verbandskasten. Let's do this. Holy shit. Oh, sehr schön. Ja, das könnte eigentlich ganz nett ausgehen, ganz schnell und so. Jetzt noch hier zwei Züge nicht verfehlen. Sehr schön. Ja. Verschlossen. Mensch! Und ich bin schon jetzt am Hungerelement. Wow. Schlüsselkarten, okay. Interessant. Fisch. Okay. Nahrung, kann ich irgendwas mit Fisch zubereiten? Nein, also den Fisch kann ich einfach so essen, sehr schön. Ist einfach ruhig. Ja. Ich habe auch Hunger. Fisch nochmal. Nice. Die Yucca-Palme, die bereits abgebrochen wurde. Oh, was?
Küchenmesser. Salat, Lumpen. Ui. Oh mein Gott, Butter und Brot. Butter-Sandwich, das sind 15. Oh mein Gott, ja. Hm. Nice. Sehr, sehr nice. Butter-Sandwich. Fuck yeah. Aber jetzt nicht übernehmen. Oh mein Gott, ein großer Verbandskasten. Jetzt nicht übermütig werden, nur weil ich gerade sehr gutes Equip finde. Ich werde aber eine Rache bekommen. Das muss ich auch mal aufschauen, das macht doch keinen Sinn. Okay, der ist abgehauen. Ist schon. Ja. Hab ich noch einen Euro? Nein. Verbandszeug. Brokkoli. Irk. Warte, kann ich mir nicht einen Salat auch machen? Erledigt. Ich habe aber Kleber dabei verloren. Oh. Du hast Kleber verloren. Weil das ist 5 und das ist 6. Das sind 11. Sehr schön. Ui, ein Küchenmesser und Metallteile. Oh, ich kann hier... Ah, okay. Jetzt verstehe ich das endlich. Jetzt verstehe ich das. Okay, ich will jetzt nicht K.O. gehen. Boah, das war knapp. Ziegelstein, okay. Zweimal leer, verschlossen. Ich brauche einen Schlüssel. Stacheldraht, was kann ich hier jetzt machen? Kann ich nicht was Cooles bauen? Klinge. Draht und Nägel. Sag mal hier, was haben wir denn für coole Waffen? Ein Hammer und dafür brauchen wir noch ein Isolierband. Oder wir haben hier ein Draht, das wäre 1 bis 8 Schaden. Schaden 1 bis 8 nur. Plus 1,2 Schaden. 4 bis 6, 12 bis 11. 1 bis 8. 3 bis 7 wäre das Stiletto, aber das ist anscheinend... Da habe ich die Skills nicht dafür. Ich brauche hier Speed und nee, Speed Strong und Dexterity. Oder was brauche ich da? Sag mal. Speed und Strong. Wow. Damit habe ich mir einen großen Vorteil freigeschaltet. Und Strong. Den Stiletto mal. Küchenmesser. Jo, das passt. Mal sehen, da kann ich auch 2 bis 11 jetzt machen. Und dafür brauche ich das und das wäre 4 bis 6, aber das ist nicht so gut. Andere VIP-Zimmer. Tür, jede Stufe der Tür verringert das etwas, wenn man schläft. Bett. Ich habe noch gar kein einziges Mal geschlafen. Verschlossen. Das muss ich nicht machen. Siebzig
sind, das macht 4 bis 8 Schaden. Wow, das konnte ich ganz schnell eben downpinnen. Nice. Verbandstasche. Okay, lass mal den machen. Komm, den kriegen wir down. Okay. Eine Konserve. Wow. Wow. Echt wow. Eine Verbandstasche. What? Fuck. Ich weiß nicht, ob ich mich den Monstern stellen sollte. Ich kann die jetzt relativ einfach besiegen, aber ich weiß jetzt nicht, ob es etwas bringt. Und deswegen. Zahnräder. Lass mich schauen, wir brauchen die für Zahnräder. Jetzt habe ich sie so. Wir brauchen ein Kabel. Und für Kabel brauchen wir. Ne, habe ich nicht. Verbandszeug. Verbandskasten. Verbandszeug. Verbandskasten. Nö, verwenden wir nicht. Mutanten, Blutwässer, Hunger. Ja. Leer. Ja. Kämpfe mit dem Stiletto-Kampf. Und nochmal Stiletto-Kampf. Und Stiletto. Nochmal den Stiletto. Und jetzt. Warte, das hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, oder? Ja. Verstehe, jetzt kann man. Ach, das ist der da mit den mit dem Ding. Stiletto. Oh the fuck. Lumpenschokolade. Was kann ich mit der Schokolade anfangen? Ui, wenn ich Milch habe, kann ich mir Milchshake machen. Das würde 4 Hungerpunkte mehr machen. Mit Wasser könnte ich aber gar nichts erreichen, also hier mit dem Wasser. Leer. Ah, die kommt doch viel zu häufig. Ui, eine Klinge und eine Münze und ein Küchenmesser. Wir haben ja nicht schon, ist ja nicht so, dass wir schon 3 Küchen mit Küchenmesser hätten. Da hole ich mir jetzt einen kleinen Verbandkasten und Verbandszeug raus. Leer und Zucker und Verbandszeug. Dieser Roll ist echt nice. Vielleicht hau ich lieber ab, nö. Stiletto ist OP. Er wird wohl nichts anderes als. Zeitungsfetzen 2. Besteht schon bei einem Film inzwischen einer junge Frau wurde brutal mit einem Hammer erschlagen. Los kannten aber oder ein Sexual, der einzige Überwachungskamerad. Die Gestalt, die im. Oh, interessant. Fisch. Und ich glaube, es ist Zeit, unsere Verbandstasche zu verwenden. Oder erst, wenn wir wieder auf ein Monster treffen. Lass mal machen. Lieber nicht. Holzstück und Lumpen. Verbandstasche erstmal. Den Stiletto. Das wäre sonst ganz schnell ins Auge gegangen, sag ich euch. Schau, jetzt wären wir schon tot. Ui. Wir könnten sogar hierhin bis. Ja, VIP-Zimmer. Okay, was habe ich gerade bekommen? Hab gerade nicht darauf geachtet. Ein Verbandskasten. Dann haben wir hier Alkohol. Wir hätten ja wieder Skillpunkte.
6 bis 8. Das Beil wäre schon ziemlich nice. Und dafür bräuchten wir Isolierband. Und wir könnten Isolierband machen. Oh mein Gott. Oh, das kann ich nur in meinem Zimmer. Ah, gut. Ja, aber warte, doch. Also, was hast du? Das braucht Dex. 2 Dex-Punkte. Das wäre plus 1,8, denn es fängt von 6 an. Nice. Wollte ich doch nicht? Ich weiß ja nicht. Machen wir das mal beides auf 7. Ich weiß nicht, sollten wir uns das Beil holen? Gerade bin ich ehrlich gesagt mit meinem Stiletto sehr zufrieden. Küchenmesser. Metallteile. Aber irre ich mich oder hat die Dings abgenommen? Die Wahrscheinlichkeit, das werden halt. Achso, 85. Eben, das waren deutlich mehr. Nee, Quatsch, das waren 80% des Extrems zugenommen. Wow. Ui, ein Schlüssel. Dann gehen wir mal weiter. Aha. Essen, ich brauche. Wir haben kein Essen mehr, scheiße. Können wir irgendwas hier machen? Nein. Schokolade, kleine Verbandskasten, Zucker. Wir hätten hier 14 Zucker. Wir hätten hier genug Verbandskastenzeug auch. Verbandskasten, Hunger. Komm, lass Alkohol machen. Wir brauchen eh kein Verbandszeug mehr. Wir haben genug. Wir brauchen nicht so viel. Fisch. Perfekt. Da ist die Glücksträhne doch schon vorbei. Aber achtet mal das Design. Hier die blutige Hand. What? Was meint ihr? Sollten wir es versuchen? 4 bis 8. Das wären 10 Treffer. 10 Treffer. Oh nein, das schaffen wir nicht. Ich habe es ihm gerade so kurz durchkalkuliert. Wir würden drauf gehen. Gut, wir hätten Verbandszeug, aber. Okay, hier ist ein. Er hat genau so eine Scheiße. Was ist mit diesen Bossgegnern? Und 0. Yay, wir Mehl. Und weil hier nichts Mehl verbraucht, essen wir Mehl. Pures Mehl. Gott, ich brauche einen Plopschutz. Isolierband. Nein, ich brauche mein Ding dafür. Kleber und Lumpen, ja. Wow, um zum Aufzug fahren kostet 2 Dings. Mit leerem Magen kann ich nicht schlafen. Achso, hier Workbank. Ich will einmal Isolierband. Wie viel kann ich. Kleber habe ich nicht mehr, verdammt, okay. Ich bin mir nicht sicher, ob ich von der Nahrung was machen soll. Nein. Hier andere, das sind ganz schön viele Sachen. Draht, Chemikalien, Kabel. Okay, lassen wir bauen. Einfach mal so einfach, dass ich den mal brauche. Geht. Ui. Wenn ich Nägel habe, habe ich den Nägel. Lass mal zeigen. Ich könnte Nägel bauen. VIP-Zimmer, Werkbank. Jetzt. Seriously? Ich hab die. Seriously? Oh mein Gott. Ich habe gerade die Metallteile zu Nägel gemacht, weil ich die Werkbank aufrüsten sollte. Und dann brauche ich für die Werkbank noch das Ding. Das ist mies. Das ist echt mies. Ganz nach unten, bitte. Essen, ich brauche was zu essen, du hast nicht mehr zu essen, ich hab's verstanden. Und. Ja. Oh, ich wollte ja.
Okay. Oh Scheiße, ich habe jetzt kein Isolierband. Kann ich mir überhaupt noch Isolierband machen? Nein, ich habe kein Kleber. Oh Mann, ich bin so doof. Jetzt kriege ich wenigstens das da, wenn Dings. Ihr wisst schon. Zucker. Nicht, das ist ein böser Traum. Health ist unser wenigstes Problem. Unser kleinstes Problem, hatte ich. Okay. Tochter, Dad, wo bist du? Ich warte schon die ganze Zeit auf dich. 3 Stunden stehe ich jetzt schon im 56. Stock. Ich bin müde, hungrig und ich habe Angst. Oh, ein Schlüssel. Was ist das? Ui, ein großer Verbandskasten. Wie glaube ich jetzt davon? Aber der hält auf jeden Fall so viel. Und oh, das könnte schlecht werden. Das könnte schlecht werden. So, wieder zurück. Ich habe jetzt meinen Boost hier eingesetzt. Der mir volles Leben macht. Teil des Fotos. Der ist der einzige Überlebende einer Attacke des Serienmörders. Die Polizei befragt den Mann der Zeit. Er überlebt wie durch ein Wunder den Mordversuch des Mechanikers. Bisher gibt es keinen öffentlichen Kommentar der Polizei. Aber Serien informiert noch, wenn es der Täter unter Warnverstand leider sowie eine starke Psychose. Die späne Realität. Okay. Also ich habe das jetzt eingesetzt, weil das ist eine. Ich habe mich vergiftet. Oh nein, wegen dem Ding da oben, oder? Ja. Metallteile. Ich könnte hier mein Dings machen. Also das Ding aufwerken, die aufwerten die Werkbank. Großer Verbandskasten erstmal. Kann man das irgendwie wegschmeißen? Überreife Broccolini, das ist widerlich. Kann ich mir nicht, genau. Allheilmittel. Ich habe ein Achievement freigeschaltet. Behandle eine Vergiftung. Oh, sehr schön. VIP. Ich könnte theoretisch, ja, hier habe ich noch Zugriff auf das Ding. Geh mal kurz ins VIP-Zimmer, wirklich hier rum, Werkbank bauen. Jetzt habe ich, wow, Hammer. Wie viele Waffen habe ich denn bitte schön jetzt? Aber die alten sind auch weg, kann das sein? Aber ich habe noch für gar kein Ding, sonst was. Salat geht nicht, Verbandskasten ist auch nicht drin. Nur, das hat nur die Waffen aufgewertet, really? Es ist ja lahm. Besonders, weil ich nicht genügend Punkte für sonst für irgendetwas habe. Die Gartenschere oder. Was könnte ich wohl am ehesten craften? Speer bräuchte ich 2 Isolierbänder. Ich bräuchte noch einen Stock und Draht. Ein Kadda. Wow.
Oh. Ich könnte ihm einen Mob machen. Ach so, da, hier sind die noch. Okay, verstehe. Eine Säge hatte ich ja im vorigen Lauf. Okay, I see, das war unnütz. 63. Okay, 62. 63. Nichts. Okay, lass mal machen. Was sah mir nämlich nach gutem Loot aus? Rohes Fleisch. Nice. So war das auch. Also Schiene, so war es auch. Das ist schlechtes Loot. Leer. Alles leer. Wieso ist alles leer? Verdammt. Kabel. Ja. Reis. I can't help seeing the faces of my family. I see them in my dreams. And they look at me from the mutant's dead eyes. I question myself sometimes. What if all this is just a dream? Delusions of a madman. And in reality, I rest in a warm bed in the arms of my beloved one. Oh God, in a nightmare's cold sweat. They say dying ends a dream. Yep. Teil der medizinischen Diagnose. Dreifach Dosis ist über den normalen kritischen Körpertemperatur überträgt. Du hast 106 Grad. Jetzt wie man von einem Mutanten, wie man einen Mutanten fühlt. Reis. Oder habe ich gerade einen Tonfahr bekommen? Schaden. Okay. Und dafür brauche ich nur noch Schaden 7 bis 11. Da kann ich das Küchenmesser wegmachen. Und ich brauche nur wie viel? Speed 2? Nice. Tonfahr. Und den Rest lasse ich erstmal so, oder? Oder soll ich das Präzisionsstärke? Je mehr Stärke halt, desto besser kann ich auch auf die früheren Präzisionsstufen. Ein 90 Gegnerboss, was zur Hölle. Was ist denn das für eine Bubi-Frau? Was? Boah, ich glaube, ich sollte ihn noch gar nicht besiegen. Ich bin viel zu gut, oder? Warte, jetzt brauche ich... Ich kann mein Backpack nicht öffnen. Jetzt sterbe, ey. Verzeih ich mir nicht. Hm. Ja. What? Was? Was war das denn? Was war das denn? Erstmal alles reinballern, was ich hab. Leer natürlich. Nach so einem Bosskampf erstmal leer. Oh, what? Leute! Jedes Verfehlen ist tödlich. Gosh. Nein. Ja. Nein. Level up.
Überreife, wow, echt. Das ist doch scheiße. Stärke, Präzision. Oh Gott. Verbandskasten. Verbandszeug. Schmerzmittel. Antibiotika. Ich habe mich im 49. Stock versteckt. Rot. Kleber, nichts und Kaffee. Oh, Kaffee. Früher waren die Bosse nur Nebenräumen, jetzt. Unglaublich, ey. Verbandszeug. Kritischer Treffer. Schlagring Käse. Ein Käsebrot könnte ich mir machen, oder? Das wäre halt. Ja. Bauen. Aber es wird mir nicht nur. Warte. Eins, zwei, drei. Nein. Wenn hier jetzt keine funktionierende Dings ist. VIP bitte. Schlafen. Oh, das haben wir knapp überlebt, sag ich nur. Errungenschaft, freigeschaltetes Glas ist halb. Da ist kein Dings, kein Icon. Oh. Erreiche den 50. Stock. Ich bin im 50. Stock. Warte. Lass mich nur kurz zu lieben Kidberry reinschauen. So, jetzt bin ich wieder da, tut mir leid. 49. Stock.
Wieso habe ich Zugriff auf den... You know... ich habe aber noch eine Vergiftung. Sollte ich mal irgendwie wegschaffen. Reis, Essen, Kakao, Kaffeebohnen. Bei der Kaffeebohnen kann ich da nicht irgendwas machen? Kaffee mit Milch. Ach so, das könnte ich mit dem Kaffee machen. Handy weg. Dann kriegt man eigentlich neue Rezepte oder so. Fällt mir gerade auf. Milchshake. Oh nein. Das wird mein Untergang werden. Alkohol. Kann ich jetzt irgendwelchen Verbandskastzeugs machen? Wie sieht es mit dem Gitel? Nein, ich mache ein Antibiotika natürlich. Das kann ich mir dann nicht herstellen, aber das kann ich mir herstellen. Sehr schön. Ja. Endlich ein Gegengift. Und Verbandsugenstab, was sagt der? Ist ja schon nicht für der Einzige. Ich brauche nur eins. Wie wär's? Der mächtige Schlag. Sowas habe ich nicht. Was habe ich gerade bekommen? Ein Stab 9 bis 10. Das löst mal den Stiletto ab, würde ich sagen. Den Schlagring kann ich hier nicht verwenden, weil ich hier noch keinen Speed 10 habe. Sollte ich mich hier vielleicht alles auf 10 bringen? Aber der 4 bis 9 wäre es eh nichts mehr. Was lohnenswert wäre. Ich gehe weiter down. Why do I keep doing this? At first I just wanted to find a couple of cans to last one more evening in the ruins. But then, two monstrosities gained a tight foothold at the entrance. So I had to stay for a night. I was curious, so I decided to climb up two floors. And ended up climbing a dozen floors somehow. Strangely, the former rumors caused nearly no trouble, although I could hear them growling malevolently behind the doors. Something draws me up, beckons me up. I think I'm going crazy. Ich werde jetzt wahrscheinlich das nicht mehr reparieren. Ich habe da, na gut, ich hätte das da. Schokolade, Verbandszeug. Sehr schön. Zerrissene Zeitung. Und am Ende des blöden Bierverehrer, was tun sie selbst und die Schleimsäge an? Oh, wir looten eine alte Frau, wirklich? Du willst nicht mit einer alten Frau, aber genau. Ich brauche Essen, ich brauche Futter, Schoki und Verbandszeug, Money. Perfekt, was? Zahnräder, really? Ich wollte Verbandszeug, Fische, Fischi. X. Nix. Zahnräder, Kleber, Leer, Säge. Aber der ist. Wo ist? Oh, rohes Fleisch. Ist die Säge jetzt eigentlich besser? Das ist 6, 9. Plus 5, 7. 6 bis 9. Nee, das ist nicht mal besser als der Stab. Lass uns mal hier hingehen. Oh. It is Destiny. I saw Nikki in a dream last night. She called for me. She screamed that I must come and help her. Told me to go upstairs. Or downstairs. It felt like time stopped inside the skyscraper, and I couldn't tell whether to go up or down. My eyes failed to read the shifting floor numbers.
and I wandered like one of the infected through the stairways and abandoned rooms. Fought local fauna for expired canned food. Recently, I've been seeing myself in a dusty mirror in a room. A tattered monster covered in blood, with a mad gleam in my eyes. No better what? Than any mutant. Ich dachte, er wäre schon nichts mehr, weil es sieht so komisch aus. Dann nur wieder Fisch. Da, ein brutales Massaker mit 5 Toten, darunter auch ein Kind. Die Polizei nimmt an, dass es sich bei dem Täter um eine Serienmörder handelt und mit diesem Fall in Verbindung mit dem Mord, der sich 2 Monate zuvor geeignet. Auch in diesem Fall wird eine selbstgebaute oder improvisierte Waffe verwendet. Der Mangel an klarem Motiv oder Sinn hinter der Tat ist völlig okay. Ja. Ich werde sterben. Ich werde sterben. There's nothing I can do about it. Und diese Boobies, ey, das ist 10 bis 18, wie vielleicht die 90. Ich brauche eine bessere Pace, aber 50-50 ist einfach nichts. So. Vielleicht klaffe ich, wenn ihr keine Doppelungriffe macht wie früher. Extraktion, sollte ich vielleicht fliehen? Gestorben. 1, 2, 3, 4, 5 neue Vorteile. Floor 37. Neues Spiel. Normal. Okay, was habe ich denn für Vorteile bekommen? Sucht, Jahre voller gute Nächte und die Verkarte morgen immer. Du bist quasi immun gegen Gift, so das Verdorben ist dir nicht schade. Alle Dinge sind gestartet und wenn du deine Hunde nicht so verlierst, 5 HP mehr als üblich pro Zug. Sucht klingt schon mal nett. Du bist sehr sorgfältig ein und wird immer irgendetwas. Wir können schon oft so viel. Du verlierst alle 10 Züge einen zufälligen Gast? Nein! Und man findet immer etwas. Also es gibt keine leeren Räume. Du schwankst bei einem Extrem zum anderen. Jeder Skillpunkt erhöht deinen Wert zwischen 1 und 8 Punkten. Mit deiner Stufe erhältst du einen Skillpunkt. Oh, das sind so gute Skills gerade. Du hast ein paar Spionage und Verfahren. Ui! Was nutzt Amnesie? Weil ich mir das Schlösserknacken ist auch nicht. Weil ich sehe dann, ob der Monster so nicht. Du suchst sehr sorgfältig und wir können schon. Ha. Da. Ich glaube, ich mach mal extrem. Ich lehne mich mal zurück und genieße das Spiel mehr. Und ich sage Hallo zu allen Viewern, die gerade gekommen sind. Hallo Barnjuf der Warsmith. Falls du denkst, ich bin Englisch, nein, I'm sorry, I'm German. Feel free to stay, but I doubt you will understand anything. Bei der deduktive Mechanik. Deduktion. Okay. Es ist ein Achievement gewesen auf Steam, lass mal nachschauen. Wo ist es denn? Benutze den deduktive Method Vorteil. Okay, ich sehe alles. Ich sehe, dass der Monster auf mich wartet. Dass ich hier alles habe. Okay. Waffen sieht doch schon mal gut aus. KW, Hunger, Bandzeugs. Jo. Warte, ich kann das noch einmal verwenden?
irgendwie noch 45 Speedzüge, aber das ist mies, dann würde ich lieber das mit dem Poison nehmen. Um ehrlich zu sein. 80, nein. 80, nein. Grrr. Und nochmal 90. Jetzt bei 90 verfehlt es natürlich unglaublich. Eine VIP-Schlüsselperle. Okay, nach 40 Bewegungen kann ich es also wieder verwenden. Interessant. Kritische Treffer, sehr schlecht. Was habe ich hier so? Gesundheitskasten. Abgelaufene Milch, Schmerzmittel, kleine Verbandskasten. Ui. Oh mein Gott, ein Stiletto-OP-Waffe. Stiletto. Ich brauche Speed 7, unglaublich. Aber das ist sehr gut, weil es 3 bis 7 Schaden bringt. Das ist ja jetzt auch nichts anderes. Aber you know what I'm about to talk? Yes, 80. 80, oh. 80. Lass pumpen. 80. Achso, ich habe hier nur One-Punkt-Dingens da. Level up. Okay, jetzt wird es interessant. Ich bin auf Geschwindigkeit. Wow, 4. Das hätte ich alle auf Dings verwendet. Hm. Das wären eben plus 2,2 auf 3,7. Oder ist? Auf 3 bis 7, das ist 2 bis 5. Also. Der Stiletto ist viel besser. Dann nehme ich doch mal den Stiletto, aber lieber noch das Küchenmesser in die andere Hand. Nur so zur Vorsorge. Mhm. Leer, leer. Noch 32 Räume. Lumpen. Ja, Lumpen verloren. Mais. Aha. Jetzt wische ich mir das Stiletto aus. Stiletto. Ohne Extraktion. Sehr schön, ich mach das Stiletto. Das Stiletto ist echt OP. Küchenfleisch, große Verbandkasten. Metallteil, oh Mann. Ui, Ziegelstein, sonst was, alles mögliche. Rohes Fleisch, hier. Nahrung, aber Nahrung ist irgendwie gelockt. Wieso kann ich denn nicht mehr machen? Wenn ich das Spiel einmal durchspiele, kriege ich da etwas, aber das ist ja auch nicht das Wahre. Wenn das Spiel erst durchspielen muss, um mehr Sachen freizuschalten, versteht ihr? Mehl futtern. Mais brauche ich hier nicht, doch. Hier, Mais. Achso, für Enemy Veg. Verstehe. Verstehe. Und das mit den Waffen. Kriege ich da schon etwas Neues? Ein Hammer? Ein Mob. Ein Mob. Er hat irgendwas gesagt. Verschlossen. Ich brauche einen Schlüssel. Schlüsselkarte. Oh, hi. Nö, lohnt sich nicht. Ui, Mutantenblutkleber. Jetzt habe ich zwei Küchenmesser. Ich sollte mal meinen Verbandskasten nehmen.
Kaffee. Ist das Kaffee mit Milch oder Zucker? Nicht okay. Den Fisch kann ich aber auch so nehmen, oder? Ah ja gut, ich musste Rechtsklick machen. Yeah. Das ist jetzt einfach suboptimal, aber okay. Jetzt habe ich sogar zwei. Das mit dem ersten Move, das wäre eigentlich ganz nützlich. Es gibt so viele solche Sachen. Schade, dass man nicht mehr verwenden kann. Dafür sollte es auch mal ein Skill geben. Lea, Level up. Okay, das bracht uns nur 3 Levelpunkte, verdammt. Aber immerhin. Ein Verbandskasten. Mehl. Sonst was. Ja. Oh. Ich habe nichts mehr zu futtern. Okay, Pilz brauche ich nicht, oder? Nee, brauche ich auch nicht. 18 hast du was zu futtern. Ei, Kabel. Durch diese deduktive Methode kann ich theoretisch Hunger sparen, da ich sie nur irgendwie alle sonst wann dann einsetzen kann, macht sie nicht viel aus. Deswegen würde ich wahrscheinlich nicht mehr im nächsten Run nehmen. Alkohol. Holzstück. Ah, ja. Ich sollte was zu essen nehmen. Isolierbandbild. Gesundheitsdings. Ich hätte ein Ei anzubieten. Ich hätte Mais anzubieten. Ich hätte Alkohol anzubieten. Ja, aber ich nicht anzubieten. Also sorry dafür. Ja. Der geflohene, verstehe. Also ist ja noch da geflohen, also gehen wir nicht hin. Metallteile. Boah, ich glaube, jetzt ist wirklich auf jedem Zug ein Monster. Das wurde ja scheiße generiert. Oh, ein brutaler Hintergrund, auch die Kinder, das wäre dem Ziel, damit sehen wir in diesem Fall. Ach, das haben wir noch nicht. Haben wir schon, meinte ich. Das in dem vorigen. Das sind ja nicht die Zeitungsartikel, die irgendwann kommen können. Das ist ja eine Note an die Wand gepinnt. Welten. Die neue Pest ist ein mutierter Stamm von Jerusalem Pest. Die ist die dritte Nummer. Also Infektionsvektor des Virus ist Luft und hat eine potenzielle Reichweite von 45 Metern, beträgt sich aber auch durch Tropfcheninfektion, Kontakt mit Alkohol oder im passenden Infektionszell. Betritt 5 Tage als Symptome, manifestieren sich weiß vielleicht am ganzen Körper. 2 Wochen nach der Infektion binden sich Nekrosen in den Organen des Patienten, führt für Nekrosen im Gehirn tot. Eindringling. Auch wieder ein Achievement gerade bekommen.
öffne ein Kartenschloss. Ah, verstehe, wir haben gerade eine Karte benutzt. Sehr interessant. Ich hätte etwas essen sollen, ich vergesse das gerade dauernd, weil ich durch alles mögliche abgelenkt werde. Schlecht. Ja. Brot. Kann ich das Brot mit irgendwas kombinieren oder so? Wenn nicht, dann würde ich es mir aufheben. Das hat 80. Kaffee aufheben. Ah. Ja gut. Ja gut, gar nichts. Hm. Weil es hat auch so viel gemacht. Wow, echt. Eine Paprika. Das wäre ein Salat nicht, dann könnte ich mir ihn wegmachen. Eine Konserve leer. Mit der Konserve kann ich mir gut Hunger füllen. Stiletto. Let's go. Ab in den Kampf. Und nochmal, los Pikachu. Jetzt mal auf Nummer safe, sehr schön. Ach, was ist los? Ich brauche einen Schlüssel. Okay, lass mal was mit dem kämpfen. Der Raum sieht interessant aus. Nicht, dass ich irgendwann Dings verliere. Irgendwelche wichtigen Sachen. Die Story oder Krieg nicht relevant sind. Leer, Wasser, Metallteil. Ich glaube, im nächsten Run werde ich mal Lethal machen, also wirklich jeden kloppen. Käse. Warte, ich kann mir ein Käsebrot machen, oder? Ja, ein Käse-Sandwich. Sehr nett, sehr nett. Und dafür eine Gesundheit ist perfekt. Irk. Klappt. Ist das Tierfutter-Stiletto? Kleine Verbandkasten. Lol. Butter, Kaffee und Holzstück. Oh, ich hätte mir ein Butterbrot, das Butter-Sandwich machen können. Oh Mann. 17 und 15, warte. Ich schau mal kurz das Dings an. 32, das wären 12. Und das wären hier nur 27. 5. Nee. Ich bin so scheiße. Oh, was ist das? Ein Cyborg? Ja, das ist so Metallsachen. Wasser, Cola. Ah, man sieht an den Automaten, was das sind. Das sind zum Beispiel Getränkeautomaten, es gibt Heilautomaten, es gibt Maschinenautomaten. Interessant. Salat für Veg. Kaffee! Also wir hätten Salat für Veg. Und so, das wären 11. Und das würde 2 machen. Und würde ich dann... Achso, wir haben das nicht. Salate. In langsam genügend Salate. Und das wäre wahrscheinlich Maschinending gewesen, oder? Ja. Mutantenblut, wenn ich mega. Ach, ich habe einen Skillpunkt. Wie wär's mit Stärke wieder? Nur 2, wow. Aha. Was? Nope. Oder warte, versuchen wir es mal. Nope. Totally not. Jill ist geflohen von. Ja. Liebeschaukel. Ein Brick und einen großen Verbandskasten. What? Ja. Ich
Und jetzt Verbandskasten, ein Gegenmittel. Vergiftung halt. Open. Die sind noch gar nicht übersetzt, fällt mir gerade auf. Handy closed from USB nicht übersetzt. Nur bei so als kleine Anmerkung. Überreife Brokkoli, Münze, Fisch. Kaffee und Ziegelstein. Leer, Ziegelstein, Säge. Oh, Säge. Brecheisen, 7, 8 Schaden. Wow. Das ist 6, 9. Wow. Ist das sogar eigentlich ein besseren Base als das Stiletto? Kann das sein? Müsste ich mal beim nächsten Monster testen, neben hier. Dann hätte ich hier 50, 80, das war gleich. 14 bis 17. Und hier werden es 6 bis, oder was? 3 bis 6. Und hier bis 8 bis 10, wow. Ich hole jetzt die Säge. Weil das ist ein Scripted-Gegner, vielleicht ist bei den anderen anders. Also nicht richtig ein Scripted-Gegner, aber ihr wisst, was ich meine. Überreife Kirsche, Wasser, ich kann mit den Genies zusammenkraften, weil hier ein Antibiotika fehlt. Ja. Ich hoffe, ich finde gleich ein Antibiotika, sonst wird das schlimm. Ein Stiletto. Eine überreife Zwiebel, ein Antibiotika. Na bitte. Ich hätte hier 65 Schaden, 10 bis 13, das könnten wir ein paar Züge treffen. Das wäre nur kritische Treffer nicht auf ausrasten. Die normale Base liegt bei 5, und jetzt sind wir einfach kritischen Treffen. Und nein, das es gibt noch eine Attacke mit 10, okay. Jetzt kann ich Panik machen. Und dann macht die 10 Attacke schon wieder. Jetzt mache ich die sichere Attacke und es verfehlt natürlich, wow. Ich habe meine 10 Euro erreicht. Sehr schön. Ich habe mich im ersten 59. Stock.
Tut mir leid. Nachrichten sind scheiße. Besonders wenn sie von solchen. Oh. Unzivilisierten Leuten kommen, echt. Oh. Was? Nein, wegen dem G-Punkt. Ich bin scheiße, ich wäre so abgelenkt. Oh Gott. Scheiße. Ich bin so doof. Wie viel Uhr ist es denn? 17:49. Oho. Puh. Tut mir leid, ich bin wieder da. Ich bitte wieder. Irgendwie macht sich irgendwas auch. Also wir nehmen nicht immer eine 7, wir nehmen nicht genau wie in einem Film. Aber ich muss sagen, vielleicht spiele ich das eigentlich schon 2 Stunden gut, oder? Prison Architect, jetzt verfügbar, wow. Bitte Pony hat wieder ein Update bekommen. Echt komisch. Die Pony hat.
mit 104 Minuten fast 2 Stunden. Wow. Na gut, das ist gar nichts. Wir machen kurz eine Pause bis Uhrzeit. Sagen wir mal 18.30 Uhr. Ich esse was und so weiter. Mir ist langweilig. Und ja, schauen wir, was wir danach spielen. Witcher, Metal Gear Solid 5, ich weiß nicht.